So, hallo und grüß Gott. Ich möchte Ihnen heute einfach mal Brot zeigen. Wir backen ein Dinkel-Vollkorn-Toast und dann machen wir noch ein Körnerbrot dazu. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze wird. Wir benötigen natürlich unseren Lumara-Rost, unsere Backfolie. Dann benötigen wir unser Backtrennspray und wir sprühen das Ganze einfach schütteln. Und das Ganze dann einfach einsprühen. Mit unserem Pinsel verstreichen wir das dann ringsrum. Gell? Wir brauchen zu unserem Teig Lumara-Salz. Unsere Salzmühle ist natürlich toll. Sie gehen einfach her, gehen so rauf und dann runter. Und schon kommt das Salz raus. Ich finde es eine tolle Sache, weil es sehr einfach geht und weil es einfach klasse ist. Ja? Dann haben wir unser Brotgewürz. Ja? Brotgewürz ist ganz fein gemahlen und schmeckt sehr gut im Teig drin, ja. Und dann haben wir natürlich Brotsauerteig und Eiko-Hefe. Wir haben hier unsere Lumara-Hefeteigschüssel, die kennt ihr ja schon aus den anderen Backkursen her. Ich finde sie einfach sehr, sehr geschickt. Der Teig geht sehr schön drin und mit dem Gelkissen geht es sehr schnell, ja. Wir haben jetzt hier unseren Toastteig. Er ist sehr, sehr flüssig oder sehr weich, ja. Und das geben wir jetzt vorsichtig hier rein. Mit unserem Teigschaber nehmen wir das Ganze raus und jetzt verstreichen wir unseren Toastteig in unserer Brotbackform. Die Brotbackform hat eine Höhe von 10 cm und die ist sehr, sehr geschickt und optimal beim Brotbacken. So, wir haben hier jetzt unseren Vollkornteig. Wir haben die Körner angeröstet und wir haben natürlich wieder Lumara-Salz, Lumara-Brotsauerteig, Lumara-Brotgewürz und natürlich Eiko-Hefe. Ja? Und der Teig ist auch ziemlich flüssig. Wir brauchen den bloß einfach reingeben. Es geht ganz schnell und ist eine sehr schöne Sache, gell? Das Ganze streichen wir wieder mit unserer Winkelpalette rein und geben das Ganze dann in den vorgeheizten Ofen und backen das eine Stunde. So, wir hätten beide Brotteige eingearbeitet. Wir decken es jetzt noch ein bisschen zu mit unserer Folie, unserer Backfolie und lassen das Ganze einfach noch so eine Viertelstunde gehen. Und dann kommt es in den vorgeheizten heißen Ofen. So, wir hätten jetzt unsere beiden Brote fertig. Sie sind sehr schön geworden und schmecken bestimmt sehr, sehr gut. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss, ade, auf Wiedersehen.